Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal. Gestern sind ein paar Garnelen übrig geblieben, die hatte ich in Bärlauch eingelegt und ein bisschen Knoblauchöl. Die werde ich heute zubereiten. Dabei mache ich aber ein leckeres Süßchen. Und wie das genau aussieht, das zeige ich euch hier in diesem Video. Was wir dazu brauchen, ist eigentlich ganz einfach. Wir brauchen einmal die Garnelen. Dann brauchen wir Honig. Dann brauchen wir Öl. Des Weiteren Sojasauce, Chili, Zitronensaft, Zwiebeln und Knoblauch. Zuallererst mal bringen wir jetzt den Wok auf Temperatur und machen ein bisschen Öl rein. Dann geben wir uns drin den Löffel holen. So, wenn es so kalt ist, ist es definitiv heiß genug. Dann können wir da direkt. Hoppala. Zwiebeln und Knoblauch reintun. Dann ein Spritzer Zitronensaft. Macht eine herrliche Säure. Sojasauce etwa 2 Esslöffel. Und Honig. Wir bringen die Temperatur ein bisschen runter. Chili. Kleine Prise. So. Und dann kommen schon die Garnelen. Das Ganze lassen wir jetzt schön anbraten, bis die Garnelen rot sind. Und dann wird genossen. So, 5 Minuten um. Machen wir das Feuer aus. Die Garnelen sind fertig. Jetzt nehme ich nochmal eine kleine. Na, komm schon. Heiß. So. Gucken wir mal. Ich hoffe, dass ich mir jetzt nicht die Fresse verbrenne. Boah, eine Bombe, Leute. Süß, scharf, leichte Säure von den Zitronen und dem Soja. Einfach genial. Die Soße kann ich nur empfehlen. Garnelen, klar. Ja, macht man nichts falsch mit, die kriegt man erstmal roh geliefert. Aber die Soße, ein Zückerchen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.